wenn ich in der Bibel lese, dann versuche ich oft auch mir Zeit zu nehmen, diese Worte, die ich lese, zu studieren, mir andere Übersetzungen zu holen, andere Auslegungen, Kommentare zu lesen und vor allen Dingen darum zu beten, dass ich ein Verständnis bekomme, dass ich wachse an dem, was ich lese und dass ich dieses persönliche Wort, was Gott in mein Leben sprechen möchte, empfangen kann von ihm. Und kürzlich las ich in der Apostelgeschichte in einer älteren Übersetzung, denn Gott ist ja wirklich nicht fern von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Die Elberfelder Bibel schreibt, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Ich fand diesen alten Ausdruck, in ihm leben und weben und sind wir, sehr interessant. Das haben wir so in unserem Sprachgebrauch nicht mehr. In ihm weben, zusammengewoben, zusammengefügt. Etwas, was ganz eng aneinander gekommen ist, ganz eng, fast nicht zu unterscheiden, fast nicht miteinander oder untereinander auszumachen. Zwei Fäden in einem Stoff, die so eng zusammengefügt sind, dass es eine ganze Fläche gibt. Das meint das Wort zusammenweben oder weben. Und ich dachte darüber nach, dass das ja ein sehr, sehr treffendes Beispiel ist für unser geistliches Leben. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und gesagt hast, du sollst der Herr in meinem Leben sein, dann beginnt genau dieser Prozess des Zusammenwebens. Dieses Miteinander verwoben sein, sodass man eins wird, nicht mehr trennbar, nicht mehr auseinanderzunehmen, sondern eins zu werden mit ihm. Und doch gibt es da diesen Moment, wo der Widersacher kommt, der Zertrenner, der Dazwischenwerfer, diese Beziehung, dieses Zusammenverwobensein stören oder unterbinden möchte. Und wenn das gerade in deinem Leben so ist, dann erinnere dich neu daran, dass es nicht den Punkt geben muss, an dem du stehen bleibst, wo der Feind die Oberhand in deinem Leben hat oder behält, wo es ihm gelingt, das auseinanderzunehmen von dem Zusammengewobensein, sondern dann kannst du wieder ganz neu sagen, Herr, ich möchte in diese enge Gemeinschaft mit dir wieder hineinkommen. Ich möchte wieder neu, ganz eng, zusammengewoben, zusammengeflochten, zusammenlebend mit dir sein. Und in dem Psalm 139 lesen wir, du Gott hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Mein Gebein war dir nicht verborgen, da ich im Dunkeln gebildet ward. Kunstvoll gewirkt in Erdentiefen. Das ist eine Züricher Übersetzung. Gott hat von Anfang an den Plan gehabt, dass du leben sollst. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann weißt du, Gott ist wirklich nicht fern von uns, sondern in ihm leben, weben und sind wir. Du bist hineingenommen in die Gemeinschaft mit ihm. Er hat dich gewollt. Er hat dich geschaffen, gebildet und ausgebildet. Er hat dich gerufen bei deinem Namen und er hat gesagt, du bist mein. Und damit meint er, du bist zusammengefügt mit mir. Du bist verwoben mit mir. Du lebst mit mir. Und ich bin nicht fern von dir. Ich bin ganz nah. Wenn du ein Stück Stoff jetzt in die Hand nimmst, kannst du das sehen. Das sind immer zwei Fäden und sie werden zusammengewoben, sodass es eins wird. Ich möchte dich ermutigen. Nimm dieses Beispiel und geh neu in dieses Zusammenleben, in diese enge Beziehung mit dem Herrn, dass du sagst, Herr, ich will ganz eng mit dir verbunden sein. Gott hat mehr für dich.